Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon mit dem Pokepack und vielen anderen Mods. Wir haben das letzte Mal hier ein paar Apikokos gepflanzt und die pflücken wir jetzt und warten, bis es weitere gibt. Wir haben noch keine irgendwo hingetan. Haben wir irgendwo Apikokos? Zum Beispiel hier und hier. Dann machen wir doch die roten und die blauen hier rein. Und tun die restlichen hier rein. Dann müssen wir schon fast noch eine Diamant, also eine Erzkiste nehmen. Machen. Da können wir den Lehm auch rein tun. Die Kohle. Die Barren. So, Schwarzpulver können wir reintun. Die tun wir jetzt hier hin. So. Gut, jetzt machen wir die so und so, dann haben wir große Bälle, also die Superbälle, und die können wir jetzt mit dem Hammer, wenn wir den Hammer wiederfinden. Ach, lag bitte nicht. Ja, aber hallo, schon besser. Können wir die hier platzieren und mit dem Hammer drauf, dann bekommen wir die Oberschaft von den Superbällen. Und ich möchte hier noch ja, wir müssen hier ein paar Pflastersteine durchmachen. Ja, bitte. Ah, ja, ist diese Maschine, die ist so schlecht gemacht. Den da. So. Jetzt müssen wir noch Eisen holen. Oh Gott, wir brauchen noch Eisen. Wir haben ein bisschen Eisen. Genau, aber das reicht natürlich nicht. So. Knöpfe. Und hier noch ein Eisen. Dann haben wir wenigstens schon mal eins. Aber hier gibt es ja 5 auf einmal. Sehr schön. Also geht's ans Fangen von Pokémon. Endlich. Im 4. Part oder so. Im 5. Part sogar. Mal schauen, was so gutes Fangbare ist hier in dieser Gegend. Sonst müssen wir halt irgendwo. Wir sollten halt eben zu einer Wiese gehen. Da gibt es eigentlich die anfängerfreundlichsten Pokémons. Und ja. So. Wow, Gotta Catch im All. Die können wir hier reinlegen. So. Alle Zutaten. Gut, ein Kleinstein, nein, nehmen wir nicht. Hier gibt es eher hochlevelige. Hier ist ein blauer Boss. Georock. Ein Radikal, nee. Ein Radfratz, meine ich. Ein Skorupi kenne ich jetzt nicht so gut. Ein Rock'n'Roller. Irgendwie liegt das immer ganz kurz. Und was liegt das an? Java? Oder an Fraps?
Ich weiß es nicht. Ich möchte gerne eins, das fliegen kann, aber das gibt's wahrscheinlich so low-levelig gar nicht. Na, gar nicht. Schafe sollten wir dann auch mal holen. Für unsere Gebäude. Und hier haben wir einen Poké-Loot-Ball. Mit einem Duskball. Okay. Einen Pummel, ein Iglipuff. Die Vorentwicklung. Hier ist ein versteckter Pokéball. Mit Psychik. Mundschlags, das ist zu hochlevelig. Ah, das sind die kleinen. Ist das nicht die Vorentwicklung von Relaxo? Mamfaxo, glaube ich. Heißen die auf Deutsch. Ja, wir finden natürlich immer die gleichen hier. Hier haben wir Pixie. Das Grün, so grünes, grüner Boss. Ja, was sollen wir nehmen? Nehmen wir doch einen Kleinstein. Oh, sehr schön. Können wir es gleich fangen? Komm bitte. Bleib drin. Ja, yeah, sehr schön. Gut. Das ist die falsche Seite. Wir müssen hier entlang. Nehmen wir doch hier noch ein paar Kohleflöße mit. Und als zweites Pokémon nehmen wir Carpador. Nein, Scherz. Ja, hier haben wir ein großes Pokémon Center, zwei sogar. Oder sind das die kleinen? Die sehen so groß aus. Ah, das sind mittleren. Ich habe den Hintereingang genommen. Doch, das sind die großen. Sehr schön, hier unten hat es nämlich Tauschmaschinen. Tausch. So, auch wenn wir es nicht brauchen. Und habt ihr gesehen, was dort ist? Ein Dorf. Hier ist ein Pokémon-Markt. Ich möchte... Oh, ein Tempel. Ein Tempel. Ah, so eins möchte ich haben. Gibt's nur 17er? Oder ein Dicter? Komm, wir nehmen einen Dicter. Das ist nämlich auch so ein Element, also Erde wird nicht so oft genommen. Deshalb können wir das benutzen. Also die Haupttypen sind eigentlich die drei Elementartypen. Blitz, Psycho
Und so, ja. Also schauen wir mal. Was haben wir da? Oh, cool. Schauen wir mal. Wir haben doch dort oben. Haben wir hier nicht den Wüstentempel gemacht? Was ist der hier unten? Das ist das Hexenhaus. Ach, egal. Wüstentempel. Schauen wir mal, was hier drin ist. Der Laden ist hier noch drin. Lulz. Einen Trinkhelm. Okay. Mach nicht so Lärm, bitte. Gott, sind die laut. So, alles, was ich nicht brauche, reinlegen. Die Dollar könnte ich mitnehmen. So. Da bekommen wir so geiles Zeugs über. Sehr schön. Noch was rauslegen und die mitnehmen. Aprikoko. Und noch was. Eichensetzling brauchen wir sowieso nicht. So. Jetzt läuft das schon viel besser. Gut. Ich muss raus. Ah, Apfel. So. Nicht so laut, bitte. Okay, gehen wir weiter. Da die geheilt sind, gut. Wie kann man die verschieben? Ja, jetzt weiß ich nicht, wie man die verschieben kann. Ach komm. Steuerung. Pixelmon. So. Ich möchte gerne Dick da ein bisschen leveln. Nicht bei seinen Artgenossen, bitte. Das gehört sich nicht so. Bei ihm da. Fight. Was ist astromisch? Benutzen wir mal. Ach toll. Weil er wahrscheinlich nicht getroffen hat. Ah, das ist keine Attacke. Rock Throw ist eine Attacke. So, Rock Throw. Ah, Tackle. So. Gut, haben wir den. Verlernt den Polierer, Steinpolitur, glaube ich, heißt's. So, wir nehmen hier so eins und Q.
Gut, haben es besiegt, weil es sehr effektiv war. Hat sehr viel Schaden angerichtet. Eine Riesenwüste. Hier könnten wir viel bauen. Aber ich weiß eben nicht so viele Sachen in der Pokémon-Welt, die hier in einer Wüstenstadt so sind. Da dürft ihr mir gerne ein bisschen helfen. Beim Heraus, also. Beim, ja, Erfinden von Sachen, die man bauen könnte. Lol, hier sind überall diese Bälle. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich fortwerfen sollte. Brot brauchen wir nicht. Und ein Max Potion. Ja, was können wir wegwerfen? Ja, die Schaufel. Erkunden wir noch kurz bis zum Ende der Wüste und gehen dann zurück. Ah, nochmals ein Lootball. Wir haben leider keinen Platz mehr. Ein Safari-Ball, den brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, wie stark der in diesem Mod ist, aber den brauchen wir doch nicht. So, hier haben wir wieder eine, oh Gott, wieder das gleiche Biom, ein Bergbiom. Nicht schon wieder. Shit happens. Einen großen Berg sehe ich da. Ja, nicht so groß. Sah noch so imposant aus. Wir gehen jetzt an dieser Grenze entlang und suchen uns noch was. Schaffen wir den? Ich möchte nämlich den fangen. Ja, wir haben ihn besiegt. Was ist das? Ein Elixier. Ja, die Wolle werden wir noch viel bekommen, indem wir Schafe holen. Ja, toll. Und jetzt ein endloses Biom. Bergbiom. Wenn wir dann mal für Tanya City anfangen, können wir nebendran halt nochmals ein Dorf machen, das halt in diesem Biom passt, was halt nebendran ist und so weiter. Also, sobald wir mal einen Startort haben, beginnen wir auch mit dem richtigen Bauen. Und hier ist Dschungel. Ist das der gleiche Dschungel? Wieder ein anderer Dschungel, oder? Gehört er zum gleichen Dschungel? Okay, dann werden wir zurückgehen. Denke ich mal. Ja, ich will euch nicht mit dem Entdecken so viel aufhalten. Dschungelberg. So, wir gehen zurück. Wir haben schon so viele Punkte. So. Was?
Ich will nicht regenerieren. Ich will... wieso ist das wieder weg? Irgendwie verschwinden die plötzlich wieder, die Punkte. Ich will teleportieren und nicht irgendwie regenerieren. Ich check das manchmal nicht. So, hier werden wir mal das Zeugs rein tun. So, dieses Zeug. Okay, gut. Wir brauchen jetzt das Eisen, bitte. So und so. Und so. Und so und so. Und jetzt, holen wir ein bisschen Weizen und machen eine Schafsfarm. Aber wir haben noch kein Weizen, leider. Wo ist die Hacke? Ich muss die Hacke nehmen. Hacke. Steinaxt. Hacke. Gut. Und können wir dann das nächste Mal wieder anpflanzen. Wir müssen einfach öfter hier bleiben, damit der Weizen wächst. Hier haben wir Weizen. So. Anpflanzen, bitte. So, wo haben wir Schafe? Dort vorne haben wir Schafe. Okay, das Blöde ist, jetzt müssen wir denn die hier hin irgendwo locken. Machen wir das zuerst. Gebt mir Schafe. Gebt mir Wolle. Komm, Schaf. Ein Schaf. Komm. Zwei Schaf. Komm. Hallo, was seid denn die für Clones? Ich brauche noch mehr Schafe. Die kommen einfach nicht. Muss man nicht anschlagen, oder was? Da oben ist noch ein Schaf. Und hier. So, das reicht mal. Und sie kommen wieder nicht. Oh Gottchen. Und das kommt nicht hier nach oben. Hallo, komm. Oh, fangen wir halt mit zwei an. Ist doch egal. Fangen wir mit zwei an. Kommt. Ja, ihr müsst kommen.
machen wir dort drüben das Haus hin und tun hier die Schaffarm hin. Komm, ich brauche eure Wolle, jetzt kommt endlich. Hallo. Es ist schlimm. So, macht mal kleine. Gut, jetzt brauchen wir sehr viel Holz. Säune. Farbige Zäune. Ach Gottchen. So. Ach, bitte nicht hierhin. So, nur mal so ein kleines. Kommt. Wo ist der andere hin? Ah, da. Kommt mal hier rein. Kommt. Dann haben wir wenigstens ein kleines Gehege schon. Komm jetzt. Hallo. Komm mit. Hallo. Nicht ringsum. Oh, sind die dumm. Ja, genau. Hier rein jetzt. Nicht ringsum. Ah, das andere geht wieder raus. Hier rein jetzt. Ah, muss das sein? Alle hier rein jetzt. So, zu. Jetzt können die, glaube ich, nicht mehr raus. Ah, das Kleine kann noch raus. Mist. Das ist nicht gut. So. Also, schlaft mal schön. Und wir holen jetzt eine Schere. Eine Schere. Eine Schere. So. Ja, das geht natürlich nicht. Wir brauchen unbedingt mehr Holz. Carpenter Blocks, bitte. Zeigt mir mal, ob ihr Wolle auch so schön ändern könnt. Ja, jetzt ist die Frage, wo sind sie? Ah, hier. So. Oh, so schön. Ja, leider nicht genau das, was ich so erwünscht habe. Creeper passt halt nicht so für eine Stadt. Naja. Wir werden ja sehen. So.
Also dann bei Fällen für Holz, für die Zäune, dann machen wir ein ganz großes Gehege. Keine Setzlinge. Was ist denn los? Ah, wir haben ja die Büsche. Genau. Maulbeer, Blaubeer. Wo sind die restlichen Büsche? Hier. Und sonst keine, nur drei verschiedene Büsche. Okay, dann setzen wir für jedes setzen wir jetzt hier. Machen wir zwei Büsche. Also der natürlich. So. Gut. Dann haben wir das. Und jetzt müssten wir ja, mehr Holz bitte. Aber nicht das Holz. Wir haben doch irgendwo hier Bäume gepflanzt. Hier. Ganz normale Bäume. Ja, hier gibt es wenigstens. Okay, dann nehmen wir ganz normales Holz. Und holen dann wieder Setzlinge für Wald, für Dschungel. So und so und so. So. Nehmen wir halt nochmal so einen. Ist der groß gewesen. Wir brauchen hier einfach Platz, dann werden wir die mal fällen für weitere Eichensetzlinge. Und dann heißt es wahrscheinlich bald wieder Leiter erkunden. Wir müssen einfach einen Wald finden. Das ist Pflicht und ja. Da wir keine Flug-Pokémon haben, müssen wir leider laufen und es geht halt einfach ein bisschen länger. Geht ihr auch weg? Hier kommen Eichen hin. Den lassen wir. Das sieht schön aus. So, Eukalyptus. Wir brauchen mehr Eichen. Haben wir Setzlinge hier? Fichtensetzlinge könnten wir noch ein paar hier hin tun. So. Hier haben wir noch Dschungelbäume, gut. Dann haben wir die Setzlinge. Aber es droppen halt sehr wenige. Das ist das Blöde an Dschungel. Setzlinge. Komm, hallo. So und so und so.
Hier unten haben wir noch einen Stamm. So. Jetzt heißt es also Zäune machen. Nicht Eukalyptus, bitte. So. Nein, jetzt nicht, hey! Du musst immer aufräumen, die ganze Zeit. Hey. Muss ich nicht teifen? So, jetzt meine Schwester wieder immer arbeiten, wenn ich am Aufnehmen bin. Jetzt haben wir Zäune. Könnt ihr rausgehen reden? So. Mit den Zaun. Das reicht jetzt mal für die Schafe. Wir können dann noch größere machen für andere Tiere. Die Schere haben wir schon wieder nicht. Das letzte Mal haben wir die Hacke nicht gehabt. Die Schere bitte. So, dann können wir die Zäune hier reintun. Das auch. So. Du. Was machst du hier draußen? Ach Menno. Und der Weizen, der Westni. Also machen wir das nächste Mal weiter und ja. Dann fangen wir an zu bauen. Mal schauen, was wir Wollhaus wahrscheinlich. Und ja. Pokémon trainieren und das könnten wir noch machen. Ja, Pokébälle herstellen und Pokémon fangen und so weiter. Also bis zum nächsten Mal, Dankeschön fürs Zuschauen und ja, hoffentlich finden wir bald ein Waldbiom. Ich hoffe es. Bis dann, tschüss.